Hallo, ich bin die Patricia. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die mich ziemlich belastet hat und auch heute noch belastet, ist eine Geschichte, die ist vor ein paar Jahren passiert. Sie war noch zu Beginn meiner Transition und ich war in meinem Zweitstudium und es ist Medizin und man geht davon aus, dass Mediziner sich natürlich sehr mit Menschen beschäftigen und auch den Umgang verstehen. Und ich war mit einem Studenten zusammen in den Kursen und ich dachte, der wäre wirklich empathisch und ich habe ihn als Freund gesehen. Und ich habe ihm irgendwann bei seinem Umzug geholfen. Und er meinte, er müsste uns was Gutes tun und hat eine Einweihungsfeier gemacht. Und bei dieser Einweihungsfeier habe ich mir vorgenommen, nein, ich möchte das Thema Trans nicht auf den Tisch bringen, weil häufig passiert es dann, dass man nur noch über Trans spricht. Und das wollte ich einfach nicht. Und so ging der Abend vorbei, war auch ganz nett. Und dann kam der nächste Tag und an der Uni sagte dieser Student zu mir, sag mal, warum hast du denn eigentlich gestern nicht darüber gesprochen? Das wissen doch sowieso alle, dass du trans bist. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich möchte aber nicht immer nur zum Mittelpunkt werden. Und dann meinte er zu mir, und das fand ich wirklich bedrückend und das berührt mich heute noch, er sagt zu mir, du hättest das aber ruhig allen erzählen können, weil es hat doch sowieso jeder gemerkt. Oder glaubst du allen Ernstes, dass dich jemals die Gesellschaft als Frau ansehen wird? Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann als Außenstehender. Für mich ist das auch heute noch eine Belastung, weil ich diesen Menschen als absolut empathisch empfunden habe. Ich habe gedacht, das wird der größte Kinderarzt aller Zeiten. Leider habe ich ab dem Tag dann das nicht mehr so gesehen und ich habe auch kein Wort mit ihm mehr gesprochen. Thank you.